ist nun der erste Sonnenfinsternisbericht, verbunden mit dem Horoskop der Tierkreiszeichen, den Sternzeichen. Herzlich willkommen dazu. Im Kosmos tut sich am 1. September 2016 wieder etwas Fantastisches. Die Sonnenfinsternis. Die Magie der Sonne und dem Mond. Die kosmische Mutter Sonne verbindet sich mit dem Vater des Lebens, dem Mond. Danach erleben wir eine magische Sonnenfinsternis. Die Sonne hat sich mit dem Mond verbunden. Sie löst eine positive Kraft aus, was uns neue Liebe, Geld und Erfolg bringt. Und viele Menschen erhalten eine zweite Chance für ihr weiteres Leben. Hier kommen nun die Horoskope für die ersten vier Sternzeichen. Der Widder. Er wird mit neuer Kraft und Selbstvertrauen beeinflusst und erfüllt eine neue, positive Lebenseinstellung. Die finanziellen Probleme finden eine gute Lösung und neues Glück kommt auf ihn zu. Altlasten erledigen sich wie von selbst. Der Stier. Er erinnert sich verstärkt an die Menschen, die ihm am Herzen liegen, und er erfährt ein neues Gefühl der inneren Ruhe. Das erfüllt ihn mit Freude, macht ihn stark und zuversichtlich. Einen Menschen, den er sich wünscht, wird er finden, was ihn glücklich macht. Zwillinge. Sie werden in ihrem Leben einiges aufräumen und überflüssige Belastungen überwinden. Alle Lasten werden abgeschüttelt, was sie froh und glücklich macht. Sie hat Grund, mit ihrer Familie und Freunden dies zusammen zu feiern. Der Krebs. Ihn durchströmt neue innere Ausgeglichenheit sowie Glück und Frieden. Neuer Erfolg im Beruf und geldlichen Dingen, wodurch sich finanzielle Probleme automatisch erledigen. Er spürt, dass er nicht alleine ist und plant mit dem Partner neue Unternehmungen, was sie beide mutig, glücklich und zufrieden macht. Hört euch den zweiten Teil an, darin kommen die nächsten vier Horoskope. Ich hoffe, es ist für euch interessant und spannend. Lasst es mich wissen. Eure Deria.